Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tipps und Tricks, heute mit einer Inkscape-Ausgabe. Ich möchte mit euch gemeinsam so einen Rubik-Würfel gestalten. Dazu müssen wir erst einmal in die Dokumenteinstellungen unter Datei Dokumenteinstellungen nehmen dieses Häkchen bei Rand raus, Rand der Seite anzeigen, das gehen wir raus und dann gehen wir auf den Gitter-Button. Dort haben wir voreingestellt das rechteckige Gitter und wir wählen aber das axonometrische Gitter aus. Sagen hier neu und dauert das Ganze ein bisschen, schauen uns die Einstellungen dieses Gitters an. Das ist jetzt Geschmackssache, ich stelle das meistens auf 15 ein und dann schließen wir das Ganze. Und beginnen mit unserem Rubik-Würfel. Wir nehmen unser Bezier-Werkzeug, schauen uns oben diese Einstellungen an. Unter Modus sollten wir diese erstelle gewöhnlichen Bezier-Pfad eingestellt haben und Form haben wir hinten keine. Jetzt begeben wir uns zu unseren Quadrate, die wir hier schon sehen im Raster und beginnen die Punkte zu setzen. Mit diesem magnetischen Mechanismus können Sie genau die Punkte setzen. Und wir schließen am Ende dann in diesem Quadrat ab. Wenn das rot hinterlegt ist, voreingestellt, dann drücken wir noch einmal die linke Maustaste und haben schon unser erstes Quadrat. Jetzt duplizieren wir das Ganze, sagen STRG D und fahren so 45 Grad nach oben weg. Noch einmal STRG D und haben jetzt schon den ersten Teil unseres Würfels. Gebe jetzt einmal eine Farbe, das müsst ihr jetzt nicht machen, nur zur besseren Ansicht für euch. Jetzt gehe ich zuerst allerdings noch auf Füllung und Kontur, die möchte ich jetzt da einstellen. Das Ganze findet ihr unter Objekt Füllung und Kontur an und da gehe ich auf Muster der Kontur, stelle um auf Pixel, fahre einmal ein bisschen hoch, damit man diese Konturen dieser Quadrate gut sieht. Sagt ja, so passt man das Ganze, markiere diese drei Quadrate wieder, diese drei Objekte, sag STRG D wie duplizieren oder D wie Dora und fahren dann nach unten weg, 45 Grad. Das magnetisierte, voreingestellte Werkzeug ist uns dabei behilflich und das Ganze dupliziere ich jetzt noch einmal. Und somit haben wir die erste Fläche des Würfels fertig, die erste von drei Flächen. Markiere jetzt diese ganze Oberfläche und sag wieder STRG D. Jetzt gehe ich hier seht ihr diese Pfeile, dieser Pfeil, der was nach oben und nach unten zeigt, da tippe ich jetzt drauf, bisschen darunter und ihr seht jetzt, zeigt er nach links und rechts. Wir gehen jetzt hier an die Seite, an die Ecke, wo der Pfeil nach unten und nach links zeigt, drückt die Steuerungstaste und fahre jetzt so lang, bis ich hier eine senkrechte habe, rechts außen, kann jetzt das Ganze jetzt mit der linken Maustaste anfassen und fahre damit nach unten weg. Dass sich das Ganze ein bisschen besser abhebt, ist jetzt noch irrelevant die Farbe, mache ich da blau und jetzt drücke ich noch einmal STRG D wie Dora oder duplizieren und jetzt ist wichtig, mit dem Objekte auswählen Werkzeug gehen wir hier oben hin und sagen horizontal umkehren oder mit der Kurztaste H wie Heinrich. Hier seht ihr, hat sich das Ganze jetzt gedreht, nehme ich wieder diese ganze Fläche und setze die dann hier ab. Und somit haben wir schon unsere drei Würfelflächen. Bevor wir die Farben jetzt wirklich vergeben, müssen wir noch den ganzen Würfel markieren und gehen auf Pfad und sagen hier kombinieren. Gehen auf Pfad, Pfadeffekte und geben hier einen Pfadeffekt hinzufügen bei diesem Plus. Hier wählen wir das Werkzeug Ecken aus. Jetzt nehme ich das Werkzeug Bearbeiten der Knoten und ihr seht, wie sich das jetzt verändert. Markiere wieder das gesamte Werk, was wir gemacht haben gemeinsam und gehe jetzt zu irgendeinem Knoten und ziehe den nach unten weg. Und jetzt entstehen diese Flächen, ihr seht das Ganze und jetzt hat es so einen natürlichen Look. Als nächsten Schritt müssen wir wieder auf Pfad gehen, wir markieren unser Objekt, Pfad und zerlegen. Jetzt haben wir wieder einzelne Elemente und jetzt vergeben wir die Farben. Ich markiere einmal die Teile der oberen Fläche, drücke die Shift-Taste, dass alles markiert ist und sage hier
rot. Auf der rechten Seite bei mir passt zufällig die blaue Farbe und dann fehlt mir hier noch gelb. Markiere wieder alles. Drück die Shift-Taste, die er nicht markiert hat, markiere ich nach und sag gelb. Ja, und somit haben wir unseren Rubik-Würfel schon fast fertig. Hier seht ihr noch diese weißen Flächen, die natürlich beim Endergebnis unnatürlich wirken würden. Dazu gehen wir auf unser abgrenzende Flächen füllen Werkzeug, diesen Kübel oder Eimer, den ihr hier seht, und gehen dann hierher, wählen dann die Farbe schwarz aus. Okay, in meinem Fall war das jetzt gelb, kann man ändern. Hier unten setzt ihr die Farbpalette, könnt ihr jederzeit die Farbe ändern und gehen hier jetzt gemeinsam diese Zwischenräume durch und füllen das schwarz an und dann haben wir schon unseren Rubik-Würfel fertiggestellt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen, über einen Daumen nach oben ebenso. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Baba, Servus und auf Wiedersehen.